Hallo Waage, herzlich willkommen hier zu deiner Monatslegung August 2023. Waage, wir wollen mal schauen, was ist die Hauptenergie für dich, ja, für diese Energie, die du vom Sternzeichen Waage kennst, auch ältere Generation, was geht ab? Jawohl, Waage wird im Monat August in der ersten Hälfte vor einer Entscheidung treffen, die aus dem Herzen kommt. Vor einer Entscheidung, die etwas mit der Liebe zu tun hat, mit den Gefühlen. Eine Entscheidung, die nicht immer einfach sein wird, aber die richtige sein wird. Wenn du nach vorne schreiten möchtest, wenn du Klarheiten haben möchtest, wenn du das Glück anziehen möchtest, wenn du eine solide Basis kreieren möchtest, darfst du im Monat August in den ersten paar Tagen schon eine Entscheidung treffen, die dir aus dem Herzen stammt, okay? Wir werden heute nur ein kleines Video machen, einfach weil die Energien im August sehr stark sind. Viele Herausforderungen kommen auf alle Menschen zu und ich denke, es ist ratsamer, wirklich Woche für Woche reinzugucken, okay? Waage, ältere Generation, alle, die ihr hier seid, was ist mit Waage im Monat August am Start? Schau mal. Die Liebe. Wir haben hier schon eine Dreieckskiste, wir haben hier schon eine Erfahrung in der Liebe. Wir haben das Loslassen in der Liebe. Liebe generell, alles, was du mit Liebe in Verbindung bringst. Es kommt jemand aus der Vergangenheit, es kommt eine Erinnerung in der Liebe, es kommt eine Benachrichtigung, etwas wird dir zuteilgetragen werden im Monat August, was mit Gefühlen, Emotionen zu tun haben wird, Waage, die dir ein bisschen aus der Bahn dich werfen lassen kann. Für die, die eine Partnerschaft suchen, ja, für die, die in einer festen Partnerschaft sind, für die, die schon die Liebe entdeckt haben, für die, die wirklich frei sind von allen Vorurteilen, für die auch die ältere Generation, die Witwe, für alle die, die ihr Stabilität und Sicherheit nicht in einer Partnerschaft sucht, sondern euch selber gibt, für alle die, die ihr schon bereit seid, im Monat August und im weiteren Seins eures Lebens die Liebe anzunehmen, kommt eine Liebesbotschaft auf euch zu, die euer ganzes Leben verändern wird. Du darfst wissen, was du weißt und dass du darfst wissen, dass Vertrauen immer noch schöner ist, wie alles zu wissen. Das heißt, du darfst deinem Wissen, deiner Reife, deiner Sehnsucht, deiner Intuition vertrauen. Hier kommt eine Partnerschaft der neuen Generation auf dich zu. Bist du in einer Partnerschaft, kommt ein neuer Anfang. Ihr gehört zusammen, auch wenn es manchmal noch nicht sichtbar ist. Hast du eine Dreieckskiste, ja, und die ist für den Fuß, raus da. Hast du eine Dreieckskiste und der Mensch zeigt dir wirklich, wie wertvoll du bist und ist bereit, alles zurückzulassen, dann geht diesen Weg weiter, aber macht Nägel mit Köpfen, damit keiner weiter verletzt wird. Okay? Waage in dem gesundheitlichen Zustand, es kommt Heilung rein, es kommt Verbesserung rein. Du solltest aber eine Reha, eine Kur machen, ein Aufenthalt, ja, der sehr wichtig sein wird in einem Krankenhaus vielleicht, nur wenn du krank bist, wenn nicht, dann natürlich nicht, ja. Wir haben natürlich auch hier viele Herausforderungen, weil es kommen Kommunikationen, Gespräche, Thematiken der Gesundheit auf dich zu oder von Menschen, die du kennst. Wir haben immer wieder die Enttäuschung, immer wieder die Untreue, immer wieder die Lügen, wir haben immer wieder die Sexualität. Ordne dich, Waage, lass dich nicht verführen zu etwas, was du nicht möchtest, okay? Sei vorsichtig, mit wem du vertraust, sei vorsichtig, wie du Geld investierst, sei vorsichtig. Ich rate euch, bucht eine private Legung mit mir. Eine Expresslegung für Juli habe ich noch frei, ansonsten die Augusttermine sind auch schon wieder am Start. Schreibt mich also an, okay? Wir haben hier für Waagegeborene im Thema Finanzen, Beruf und Arbeit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber es wird sich equilibrieren in der zweiten Augusthälfte. Ja, es kommt eine Benachrichtigung auf dich zu, ein Lottogewinn vielleicht, eine Geldeinnahmequelle. Jemand vielleicht versucht dich auch zu erpressen und saugt dir Geld aus der Tasche, ja. Also es gibt hier zwiespältige Energien. Auf der einen Seite haben wir eine Waage, entschlossen, gesund, vertrauenswürdig, absolut bereit. Auf der anderen Seite haben wir eine Waage, die sich hinziehen lässt, rausziehen lässt, ja, in ferne Ufer treiben lässt, die immer wieder mal in Zweifeln kommt. Gerichtsurteile, Papiere, familiäre Geschichten können ein bisschen hadern, aber es wird sich geben. Du wirst Hilfe bekommen von einem Löwen, von einem Widder, von einem Schützen. Oder es ist deine eigene Energie, die bodenständig sagt, jetzt reicht es mir, ab nach vorne. Ich sehe eine Waage, die liebt, eine Waage, die Sachen klären muss, eine Waage, die Sachen zurücklassen darf, eine Waage, die bereit ist, über alle Maßen hinaus sich um sich zu kümmern, eine Waage, die sagt, es reicht mir, okay, und eine Waage, die auch bereit ist, familiären Kontaktabbruch zu wagen. Schwangerschaften, die sich nicht geben, Waage, ist nicht schlimm, ja, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Hüte dich vor Zwilling, Waage, Wassermann, aber auch vor deiner eigenen Energie. Höre mehr auf deine Intuition und lass dich nicht von irgendwelchen Negativitäten herunterziehen. Alle deine Wege sind geöffnet, auch wenn sie manchmal verschlossen sind.
ist es einfach nur der Zwiespalt in Waage, ist im Monat August einfach ein bisschen groß, aber das wird sich legen. Hier haben wir den Neuanfang, du wirst alle Stricke der Vergangenheit, alle negativen Schnüre, alle Ballastsituationen, alle Hindernisse überstehen, durchtrennen und neu beginnen. Trau dich wirklich nach vorne zu schreiben. Waage, die Zahl 4, die 6, die 5, die 8, die 7, die 12, die 13, die 23, die 9 und die 38 können vielleicht von Bedeutung sein. Okay? Waage, ich wünsche dir auf diesem Wege schon mal alles Liebe. Es ist nur ein kleiner Einblick für die erste Zeit im August, ja? Wir werden Woche für Woche ganz entspannt reingucken, damit du über jeden Schritt informiert bist und auch viele Sachen besser handeln kannst. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns bald.